Hallo Römer, liebe Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Neue Cutscene. Yeah. Hey Doki, bist du noch wach? Es ist so drückend und schwül, dass ich einfach keinen Schlaf finden kann. Doki? Als ich heute Matrifol mit dem Kleinen sah, da kam mir ein Gedanke. Doki, in deiner Welt, ich meine in der Welt der Menschen. Nun, du hast ja auch Familie und Freunde, stimmt's? Wie ist das so? Versteht ihr euch alle gut daheim? Ich habe weder Eltern noch Geschwister. Oh, was? Solange ich zurückdenken kann, war ich immer allein. Auch Freunde hatte ich nie. Ach, ich wollte so sehr welche, aber es hat nie geklappt. Die Pokémon hier kommen einfach nicht gut miteinander aus. Wie schön wäre es, wäre doch eine Welt, in der sich alle besser verstehen. Doch es gibt einfach zu viele Streithähne. Selbst Pokémon, die nach außen Freunde zu sein scheinen, scheren sich in Wahrheit nicht umeinander. Niemand sagt, was er wirklich denkt. Es ist alles mehr Schein als Sein. Mir ist dieses falsche Spiel zuwider. Daher ziehe ich es vor, alleine zu bleiben. Ich glaube, ich unterscheide mich darin gar nicht so sehr von Viridium. Aber tief in mir drin habe ich mir immer einen Seelenverwandten gewünscht. Nicht nur eine flüchtige Bekanntschaft, sondern einen wahren Freund, dem ich blind vertrauen kann. Mit dem ich durch dick und dünn ging und mein eigenes kleines Paradies schaffen kann. Deswegen macht mir zurzeit jeder Tag hier so total viel Spaß. Danke, Doki. Ich hoffe, dass diese schöne Zeit kein Ende nehmen wird. Jetzt bin ich aber müde. Ich werde bestimmt schlafen wie ein Stein. Schläfst du schon, Doki? Und dann mache ich das jetzt auch. Bis morgen, Doki. Gute Nacht. Oh. Armer Teddy. Oh. Nächsten Morgen. Ja, guten Morgen, Doki. Auch heute geben wir wieder unser Bestes. Natürlich tun wir das. Zack. Hey, Doki, Teddy. Aber Imolga, was hast du denn nur? Er ist hier. Er ist in Raststadt. Das verdächtige Pokémon ist hier. Was? Ein verdächtiges Pokémon? Meinst du das Pokémon aus der Mitteilung von den Abenteuergilde? Nun, die Einzelheiten kenne ich ja auch nicht. Offenbar lag es bei Raststadt ohnmächtig auf der Straße. Ohnmächtig? Ja. Ich wurde fürs Erste in die Herberge gebracht. Svarones kümmerte sich um es. Ich konnte einen flüchtigen Blick auf das Pokémon haschen, aber mir schien es nicht im geringsten gefährlich zu sein. Wer weiß, ob es überhaupt ein böses Pokémon ist. Ja, das stimmt. Andererseits hat niemand dieses Pokémon bislang hier gesehen. Mit anderen Worten, es bleibt verdächtig. Drepoli ist fest davon überzeugt, dass man ihm nicht über den Weg trauen sollte. Und deswegen hat er das Pokémon... Was? Hat er das Pokémon eben mächtig zusammengetauscht? Gestaucht. Getauscht. verstanden. Wir machen uns gleich auf den Weg. Zur Herberge. Ja, mach das. Ich traue mir inzwischen die anderen zusammen. Alles klar, mach das, Imolga. Doki, lass uns schnell mal in die Herberge vorbeischauen. Ja, machen wir. Schnell! Und... Story, Leute! Story! Herrlich, endlich. Wow, die Bude ist ja gerammelt voll. Was? Entschuldigung, dürfen wir mal durch? Danke. Einfach reingehen. Oh, ein Nachthaare! Oh. Ich liebe dieses Pokémon. Spiele bloß nicht das Unschuldslamm! Raus mit der Wahrheit, oder muss ich erst andere Seiten aufziehen, du Gauner? Was hast du hier zu suchen? Du willst doch was im Schilde! Nein, ich... Ah. Strepoli, jetzt hör schon auf, mit deinem Verhör zu quälen. Du siehst doch, dass es leidet. Was war ohne es? Vielleicht täuscht es seine Verletzungen bloß vor, um uns in Sicherheit zu wiegen. Und schlägt dann BAM zu, wenn wir es am wenigsten erwarten. Du leidest unter Wahnvorstellungen. Außerdem solltest gerade du deine Zunge hüten und dich mit Vorurteilen zurückhalten bei deiner Vergangenheit. Na, tut mir leid. Das ist das Pokémon, das ohnmächtig aufgefunden wurde, ja? Ja, stimmt genau. Es ging nichts Böses ahnt beim Morgenspaziergang meine Gedanken nach, als ich es regungslos in der Nähe des Eingangs in der Stadt zustande liegen sah.
Das war vielleicht eine Überraschung. Nun, auf mich macht es keinen bösen Eindruck, aber ein Pokémon wie dieses habe ich noch nie gesehen. Entschuldigt, dass ich euch warten lassen habe, Freunde. Ich habe noch Dummies und Viridium geholt. Oh, Nachtara. Nachtara, was ist passiert? Wie steht es um ihn? Ja, sein Zustand ist stabil. Er ist zwar auch verletzt, aber es scheint hauptsächlich körperlich erschöpft zu sein. Er sollte sich einmal gründlich ausschlafen, um wieder zu Kräften zu kommen. Ja, verstehe. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Kennst du dieses Pokémon etwa, Viridium? Ja, der Name lautet Nachtara. Er erforscht Dungeons. Erforscht Dungeons? Ja, genau. Er untersucht die geheimnisvollen Kräfte, die in diesem Land hier innewohnen. Einschließlich der Dungeons. Seine Forschung konzentriert sich besonders auf den Riesengletscher. Auf den Riesengletscher? Wisst ihr noch, was ich euch erzählt habe, als wir die Fata Morgana gesehen haben? Dass ich den Riesengletscher von einem Berg in Meeresnähe aus gesehen habe. Damals habe ich Nachtara kennengelernt. Oh, 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 so ist das alles. Da bin ich aber beruhigt. Es ist der letzten Endes also doch kein Bösewicht. Leid! Nachtara war übrigens nicht das einzige Pokémon, dem ich dort begegnet bin. Er hatte noch eine Freundin bei sich. Sie heißt Psyana. Sie haben zusammen Nachforschungen zum Riesengletscher angestellt. Ein weiteres Pokémon? Wo diese Psyana jetzt wohl ist? Nun, es sind noch einige Fragen offen, aber die Antworten darauf. Er kann uns wohl nur einer liefern, und zwar Nachtara. Tja, heute wird das wohl nichts mehr. Aber ich glaube euch Bescheid. Ich glaube euch. Mhm. Ich werde euch Bescheid geben, sobald es Nachtara wieder besser geht. Dankeschön. Gut, dann wollen wir mal wieder zurück zum Paradies, wa? Das Infobrennt wartet bestimmt schon auf spannende Jobs auf uns. Ach Mann. Doch nicht so viel Progress. Okay. Neuer fliegender Händler ist eingetroffen. Oh. Ein Lin Fu. Okay. Was hast du denn so? Dieser ewige Text über Kampfattacken? Kann keiner. Viridium könnte, okay. Nein. Da war ein Attacken-Memo. Wir haben doch ein Attacken-Memo bekommen, oder? Oh. Ich hasse es. Du hast den Text doch eben gerade erst gesagt, oder nicht? Meine Güte. Welches Pokémon soll ein Memo benutzen? Viridium? Achso, ja, okay. Wir haben dieses Kampf-Memo, glaube ich, ne? Stimmt. Deswegen kannst du nur... ja, gut, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Wir haben keine Geschenke, ne? Items. Nee, aber wir haben noch hier... wieder eine Box. Genau, ein Stärke-Memo. Okay, das ist also das Kampf-Memo? Hallo? Ah, ich hab's genau gesehen. Sie hat gelächelt. Sie ist ja so süß. Ja, wir wollen eine Box knacken lassen. Ja, ist okay. So, was ist drin? Calcium. Oh, das ist nice. Das ist gar nicht mal bad. Oh, diese Textgeschwindigkeit, ne? Dass das so langsam ist, ey. Bei meinen normalen Dialogen ist das ganz praktisch. So prinzipiell. Aber sonst ist es halt einfach nervig. So, erstmal alles wieder wegpacken, ablegen. Geld mitnehmen. Nicht ablegen, mitnehmen. Und einmal zu Kecleon vorbeischauen. Kaufen. Pflücker. Zweimal Pflücker hat er, weißt du? Ach komm, den Belebersamen kaufe ich jetzt nicht. Das ist... Nee. Gucken wir nochmal bei... Bei Morlord vorbei. Weißt du, der noch was Schönes im Angebot? Oh. Etwas gut bei mir. Ja, schön. Ich weiß, dass du Items verkaufst. Das musst du nicht immer wieder sagen. Mann. Kanon. Nee. Auch nicht so geiles.
So. Geld ablegen. Geld ablegen. Und Job suchen. Ja, ich will das hier, Rätselschlüssel. Bringt uns das was? Ich glaube, wir machen das mal. Ja. Ist der Rätselschlüssel der rote Schlüssel? Warte mal. Wir haben ja einen roten Schlüssel, da heißt der auch Rätselschlüssel. Verdammt. Ich habe gerade eben nur gesehen, okay, ein roter Schlüssel wird da verlangt. Wir haben roter Schlüssel, nicht Rätselschlüssel. Öffnet eine Tür. Vielleicht ist das ja... Ich nehme das mal alles mit, weil wir haben ja schon öfter diese komischen, Dingens da gesehen, ne? Diese, ja, Räume, wo wir nicht durchkommen. Ich weiß nicht, ob das als Tür zählt. Achso. Aber vielleicht ist das ja ein, ne? Vielleicht ist das ja des Rätsels Lösung. So, suchen wir uns eine neue Quest. Irgendeine weiter hinten, die uns Rückweg der Verlockung? Das klingt interessant. Nehmen wir das mal. Der Dungeon kenne ich gar nicht. Ja. Machen wir. So, den anderen Job lösche ich mal wieder aus der Liste. Jobliste. Shopliste. Hm. Ja. Oh, das ist so. Nee. Diese Textgeschwindigkeit. Wer kam auf die Idee, die so langsam zu machen und sie nicht umstellen zu können? Boah. I'm sorry, aber das ist halt... Oh Gott, ist das anstrengend. Ja, was wollte ich leveln? Drachenbo, ne? Genau. Oh, Funkelbox. Okay. Es gibt doch noch Fallen. Alles klar. Cool. Ey. Sodamack. Gott. Kratzfurie, Furienschlag und so. Alles so Attacken, die in Mystery Dungeon immer übel gefährlich waren. Übel gefährlich. So. Ein Garnovil. Wir waren in diesem Dungeon hier noch gar nicht, ne? Merke ich gerade. Das dürfte ja ein neuer Dungeon jetzt sein. Aua! Nice, Level up. Neue Attacke? Ja! Ja, toll. Ich bin ja so der typische, normale, einfach nur Attackennutzer, so Damage-Attackennutzer. So, von wegen irgendwelche anderen Attacken, weder im Mystery Dungeon noch in Pokémon Normal nutze ich. Ich weiß nicht. Einfach raufböllern. Das ist so der Plan. Ausdauer, dein Ernst? Er hat einmal Lebensschelle gemacht, ne? Und ich habe keine Attacke getroffen gerade. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja. Außer so im Mystery Dungeon sowas wie Rauchwolke oder so. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Weil das halt echt gute Effektivität hat. Und halt, weiß ich nicht, irgendwie... Fuck, was hat da eingesetzt? Schutzschild. Oh. Gedankengut. Oh. Linfu möchte im Team aufgenommen werden. Ja, klar, komm. Kannst du gerne... Kannst gerne rein ins Team. Wirst nicht in einem Dungeon eingesetzt, aber du kannst gerne beitreten. Statistik. Linfu. Rückkehr. Ja. Tschüss. So. Nur noch 7-mal Drachenbude. Aua. Garnovil möchte beitreten. Ja, alles klar. Machen wir auch, ne? Garnovil. Kriegst keinen Spitznamen. Und. Statistik. Garnovil. Rückkehr. Jo. So, ich hab gerade gesehen, Unlicht oder Boden? Eine von beiden V-Wellen ist heute.
habe ich gerade gesehen. Weil Garnovil halt, Garnovil gerade, Boni hatte. Er hatte diesen gelben Haken an seinem Namen. Oder dieses gelbe V wahrscheinlich eher. Für mich sieht es halt aus wie ein Haken. Flettiamo. Alles klar. Ist das von Fleckneuel oder so, die Weltentwicklung? Ich kenne mich halt nicht. Ich muss mal Schwarz und Weiß spielen. Oh Gott, Geduld. Gut. Kratzer. Drachenwut, AP sind aufgebraucht. Kratzer. Okay, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich setze Doppelhieb ein, aber... Nee, Emolga hat der Ruckzuckhieb und konnte dadurch über uns angreifen. So, noch ein Dings. Noch eine Ebene. Also, wir sind schon lange in dem Dungeon. Der Weg ist halt nicht mal lang. Also, beziehungsweise der Dungeon. Die Quest. Ist halt nicht mal lang, aber wir finden halt die Treppe nicht. Die Dungeons sind zu groß. Das finde ich eigentlich ganz schön. So, ganz ehrlich. Haben wir eigentlich Hunger? Ich glaube, wir haben keinen Hunger, ne? Es gibt keine Hungerleiste oder so. Okay. Das ist eigentlich schade. Ich meine, gut, der Hunger war immer so ein richtig, richtig nerviger Aspekt so im Spiel. Aber, lul. Er war auch cool. Ja, auch cool. Schade, dass es den jetzt gerade nicht gibt. Oder er kommt auch wieder nur später oder so, keine Ahnung. Aber wir haben auch noch keine Äpfel oder sowas gefunden, ne? Gewissheit. Oh. Mann, was ist das? Kann ich da mit Gewissheit oder so gegen? Nee. Schade. Wird mir bestimmt irgendwann auch nochmal erklärt, oder? Oder wurde mir das schon erklärt? Nee, ne? Warte mal. E6. Oh, ich dachte gerade E4. Lol. Ich dachte gerade schon, hä? Warum? Hä? Was bist du denn? Was war das denn für ein Pokémon? Was wollte ich gerade sagen? ich weiß es gerade nicht mehr. Georgbrock! 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 ich dachte gerade, wir haben auf E4 die Quest. Deswegen war ich gerade voll verwirrt, dass die E4 so klein war und dann so keine Dings kam. Ne? Aber okay. Wir haben so viel 6. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Na, toll, jetzt bin ich um das Feld herumgegangen, anstatt drauf. Wir sind auf E5. Ja, gut, dann können wir weitergehen. Rückweg der Verlockungen. Das klingt halt irgendwie nach einem coolen Dungeon. Irgendwie. Wenn das dann irgendwie doch nicht so nach einem Dungeon-Namen klingt, so, ne? Rückweg der Verlockungen. Klingt eher wie, weiß ich nicht. So, wo ist denn... Scheiquap. Scheiquap, wo bist du? Hier ist ein Fleckneuel. Nein, Weiterentwicklung von Fleckneuel vielleicht. Möglicherweise. Achso. Wir können eine Teamattacke einsetzen, merke ich gerade. Hallo. Können wir wieder einen Raum finden, wo Scheiquap vielleicht ist oder so? Zack. Das ist so cool mit diesem Versammlungsschal, ne? Das ist halt richtig cool. Als ob hier auf dem ganzen Weg nichts war. Mann! Ganz Weg zurücklaufen. Und nach Dalek. Auch wenn das auch wieder nichts gebracht hat. Wow. Ich bin ja begeistert. Ah, Scheiquap, hallo. Yeah.
Danke für die Rettung. Ja, kein Ding. Haben wir doch gerne getan. Uah. Oh Gott, oh Gott. Gern. Mein Kaffee ist alle, Mann. Mein armer Kaffee. Ist alle. Einfach alle. Danke für eure Hilfe. Ja, kein Ding. 250 Boge, 2 Einheiten stabiler Efeu, 1 Einheit frische Kräuter, 1 Einheit Grasfarbe, okay. 60 Paradiespunkte, jetzt dürfen wir einen neuen Rang haben, ne? Ja. Cool. Doch das ist noch nicht alles. Wir erhalten eine Belohnung. Ich hätte jetzt aber B-Knopf gedrückt. Heute können nun 48 Items aufbewahrt werden. Silberhockey, was? Ach, Einrichtung im Bau. Einrichtung, ja. Ist okay. Ein Levelsamen, ein Lebenssamen, eine Zitrobeere, ein Feuergeschenk und 5 Goldbarren. Das ist schön. Die Goldbarren sind immer nice.